Heute ist Donnerstag und zwar der letzte Donnerstag vor den Weihnachtsferien. Das heißt, ich habe jetzt gleich noch eine Vorlesung in der Uni und morgen habe ich dann auch schon frei. Und ich dachte, heute wäre mal wieder ein guter Zeitpunkt, euch so ein kleines bisschen mitzunehmen, weil ich einfach schon lange kein so Follow Me Around mehr gemacht habe. Und ich dachte, heute bietet sich das an, weil ich mich heute Abend mit ein paar YouTube-Girls treffe auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich freue mich schon total. Und weil es eben auch YouTube-Mädels sind, dachte ich mir, dann nehme ich die Kamera mit, weil die ja eben nicht so kamerascheu sind. Und ja, mal gucken, was der Tag noch so bringt. Auf jeden Fall ist heute sehr, sehr schlechtes Wetter. Ich kann ja mal rausfilmen. Also es regnet, es ist dunkel und ich stehe jetzt gerade ganz nah am Fenster, dass ihr wenigstens noch ein bisschen was von mir seht, weil es ist einfach wie Nacht. Aber es ist jetzt 1 Uhr mittags erst und ja, in einer halben Stunde muss ich dann los in die Uni und werde mal gucken, wie ich da euch ein bisschen mitnehmen kann. Und dann auch noch heute Abend und vielleicht kann ich auch euch mal kurz mein neues Glitzerjäckchen zeigen, das ich von Primark habe. Ich finde, es passt so ziemlich gut zu der ganzen Weihnachtsstimmung und so. Und ja, wenn die Sonne drauf scheint, also wenn sie mal scheint, dann oder generell Licht, dann glitzert die so ein bisschen und sieht cool aus. Und ja. Und dann habe ich außerdem, jetzt sind meine Haare weg. Ich finde, meine Haare sind total krass lang geworden. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hatte die jetzt eine Zeit lang immer im Pferdeschwanz. Und jetzt guck mal, ich finde, die sind voll lang geworden. Ja genau, Outfit habe ich heute meinen liebsten Rock an von Primark ist der. Und da ist ein Vogel. Meine Haare, naja egal, also das ist so ein bisschen wie so ein Skater-Rock. Und dann habe ich so ein enges, schwarzes, langärmeliges Top drunter. Das sieht man jetzt schlecht, aber ist ja nicht schlimm. Und dann noch eine Strumpfhose und Kniestrümpfe, weil draußen ist ja nicht so warm. Ja, und eben hier meine Glitzerjacke. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, ich esse noch kurz was und dann gehe ich auch schon in die Uni. So, ich habe jetzt nochmal ein wenig geswitcht. Und zwar habe ich das Glitzerjäckchen jetzt doch ausgezogen und habe jetzt einfach nur noch dieses enge, langärmliche Top an und dazu den berühmt-berüchtigten Schal, den jeder hat. Das hat mir jetzt dann nämlich doch besser gefallen. Also einfach hier ganz schwarz und dann eben hier noch den Schal. Und ja, weil es draußen regnet, habe ich Gummistiefel an. Und ja, dann muss ich auch schon los und ich würde sagen, wir sehen uns im Laufe des Tages und jetzt bin ich dunkel. So, ich war jetzt in der Zwischenzeit nochmal zu Hause und mache mich jetzt auf den Weg zur Straßenbahn. Ich fahre da nach Heidelberg zum Hauptbahnhof und von da aus dann nach Karlsruhe. Und es ist dunkel und es regnet und das Wetter ist scheiße. Weil ich jetzt ewig lang gebraucht habe, die anderen zu finden und überhaupt erstmal zum Ettlinger Tor zu finden, also dieses Einkaufszentrum hier, hat es jetzt mal ewig gedauert. Ich habe jetzt gefunden und das hier ist die Runde, mit denen ich jetzt zum Weihnachtsmarkt gehe. Diese hübschen Mädels hier und da vorne ist jetzt der Weihnachtsmarkt. Und da ist jetzt ein Das ist kein Strand, der fließt. Aber die Kuh. Okay, hab's. Ich finde die Musik sehr flott. Ja, eben.
zwei Leute oder so, dass sie überhaupt. Nee, warte mal, das Problem ist, dass wenn du das zumachst, ja, rutscht es da unten weiter. Dreht mal ins Licht oder so. Ja, der ist echt groß. Aber echt selbst. Drama, Drama. Wir haben jetzt gerade einen leckeren Kirschglühwein getrunken und es laufen noch so ein bisschen durch den Weihnachtsmarkt. Der ist noch so ungefähr 20 Minuten offen. Und ja, da gucken wir mal so ein bisschen vorbei. Zuschauerfragen. Genau. Schreibt in die Kommentare. Genau. Wer könnte das eurer Meinung nach sein? So, wir sind hier gerade in einem Schüttelanhänger. Mal zum Vergleich. Das hier erkennt man ja so wirklich sehr gut, wer das hier ist. Oder das hier? Ja, das erkennt man, glaube ich, auf 100 Meter. Das erkennt man sofort. Aber das? Das ist die Frage. Das ist doch die Frage, ne? Wer ist das? Ich weiß es nicht. Also ich hatte halt Fair. Das ist auch halt immer der einzige Punkt, der gemacht wird, ne? Jetzt gerade vom Weihnachtsmarkt. Das ist übrigens sehr, sehr schön. Zum Beispiel hier die blauen Bäume. Und ja, jetzt suchen wir noch etwas, wo wir so ein bisschen uns noch reinsetzen können, weil der, ich glaube, der Weihnachtsmarkt macht einen neuen zu, aber irgendwie sind noch total viele Leute da. Also vielleicht hat er irgendwie heute noch länger offen, ich weiß es nicht, aber ja, aufgrund dessen, dass es halt so ein bisschen frisch ist, gehen wir jetzt mal irgendwo hin und gucken, ob wir noch es finden rein können. Und dann muss ich auch dann schon wieder Richtung Heidelberg, das ist ja auch ein Stückchen noch, muss ich noch so 40 Minuten rumfahren, deswegen ja, habe ich auch nicht mehr so lange Zeit, aber mal schauen. Wieso kenne ich das nicht? Die, das sind doch die so süß riechen, oder? Also die haben so doch, ich glaube, die haben so einen Duft, stimmt, ja, stimmt. Und schau mal das Baby. Nein. Oh Gott, cool. Sieht ihr, wie verarmt die sind ja so süß. Oder steht ja fast Vanya. Jetzt wisst ihr, was wir uns wirklich zu Weihnachten wünschen. Vanya? Ja, hier bin ich zu Hause. In der Häschenwelt. Deine Familie, Vanya. Weihnachtsgeschenk, oder? Oh, guck mal, da sind auch Mäuse und Elefanten und so. Da hinten ist ein Elefant. Ich finde die Koalas so süß. Baby. Noch hier entdeckt die coolsten Guck Sachen. Guck mal, das hat einen Bademantel an. Wo denn? Ach so, da unten jetzt so. Das ist ein Koala mit seinem Kind. Das ist ja cooler als Hello Kitty. Der Koala in der Schaukel ist auch total süß. Der kleine Dicke da hinten. Oh Gott. Wo denn? Da hinten. Siehst du jetzt nicht. Ach, das ist eine Kuh da hinten. Aber da schaukelt was kopfüber. Guck mal. Siehst du das? So ein Spielzeug von dem Spielzeug. Also da das ist der Hammer. Ja. Das ist Hammer. Oh. Schwimmring. Und in der Babyhase krabbelt. Ich finde auch das Essen total geil. Also diese kleinen Teller und so und so kleine Flaschen. Guck mal, die Sachen aus dem Ofen, die kannst du rausholen. Und das ist Hähnchen, glaube ich. So kleine Hähnchen, die da drin sind. Cool. Okay, inzwischen sind ein paar Minuten vergangen. Wir stehen immer noch alle vor dem Schaufenster und sind total fasziniert. Und wir stehen immer noch davor. Dieser Bach, wo die Hausschuhe spielen. Ja, aber die Hausschuhe, die größer sind als die Dinger selber. Keiner von denen hat so große Füße. Nee. Das kannst du nicht machen. Oh, mein der, ich meine, der Fehler an diesen Figuren ist natürlich, dass sie nichts in der Hand halten können. Oder da fragt man sich, warum sind sie überhaupt so viele kleine Teile? Wenn sie das eh nicht halten doch, können. Doch, guck mal, die kann es euch nicht. Energiepuschende. Das klingt aber gut, ne? Ja, der klingt richtig gut. Ich überlege mir gerade, weil ich weiß, später noch so 30 Videos drehe. Nicht das Foto von der Kamera. Das kostet 2,90 Euro.
So, ich bin jetzt fast zu Hause und ich rede mit der Kamera, weil ich gerade ganz allein laufe und ja, dann fühle ich mich nicht ganz so allein. Klingt logisch, oder? So, ich schneide jetzt gerade schon das Video für später und was ich euch noch zeigen wollte, für alle, die mir nicht auf Instagram folgen oder kein Instagram haben, und zwar ein kleines Zahnspangen-Update. Und zwar sind meine Zähne schon sehr, sehr gerade. Also mein Schieferzahn ist weg. Und ich wollte euch auch jetzt im neuen Jahr dann auch noch ein Update dazu drehen. Und dann eben auch noch zusammen mit dem Update was noch zu den Kosten sagen. Das hatte ich euch ja auch gesagt, dass ich das noch abdrehen werde. Und ja, nur zur Info, dass ihr eben jetzt schon mal hier so einen kleinen Zwischenstand seht. Und ich freue mich so, das ist total krass, dass das ja wirklich so, so schnell ging und ich freue mich so. Wir haben jetzt kurz nach 1 Uhr nachts und ich bin jetzt schon richtig, richtig müde, aber ich dachte mir so, zum Runterkommen gucke ich mir noch eine Folge, erkennt ihr es? Eine Folge Modern Family an. Und ja, dazu habe ich mir jetzt noch hier eine Tasse Tee gemacht, so ein bisschen zum Aufwärmen, trinke ich kurz einen Schluck. Ja, und genau, ich habe mich in meine Lieblings-Chili-Hose geworfen. Und zwar, das habe ich euch aus Versehen reingezoomt, und zwar ist es diese hier. Das ist so eine ganz flauschige Hose, die ich von Primark habe, mit hier so ein bisschen, wie sagt man, so einem Band eben, was eine ganz normale Hose eben einfach. Und das Tolle an der ist eben einfach, dass die, wenn man die wäscht, so schnell trocknet einfach, dass ich die mal sofort wieder anziehen kann. Das ist toll. Und dazu Flauschi Socken und ja, eine meiner liebsten Serien. Und das werde ich jetzt noch angucken und außerdem meinen Tee fertig trinken. Und dann werde ich ins Bett gehen und mein Zimmer ist eine reinste Müllhalde, wenn ich jetzt hier so gucke. Also ich will euch das gar nicht zumuten. Es ist alles vollgestellt. Also man kann überhaupt gar nicht mehr laufen. Aber das, in letzter Zeit bin ich einfach so wenig dazu gekommen, aufzuräumen. Das muss ich jetzt unbedingt noch morgen machen, bevor ich nach Hause in die Ferien fahre. Ich hasse es eigentlich total, wenn es nicht aufgeräumt ist. Also ich bin eigentlich so ein Mensch. Also bei mir ist es nicht immer aufgeräumt. Meistens ist es nicht aufgeräumt, aber ich hasse es, wenn es nicht aufgeräumt ist. Also ja, das ist eine Logik, aber ich denke, das ist bei den meisten von euch auch so. Manchmal hat man eben einfach bessere Dinge zu tun als aufräumen. Aber ja, morgen muss es auf jeden Fall gemacht werden. Und ich wollte eigentlich jetzt eben einfach nur noch so ein paar abschließende Worte sagen, um dieses Video zu beenden. Und ja, ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut!